Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und da wir mittlerweile alle Hürden der Installation oder der Partitionierung überwunden haben, deshalb zeige ich euch einfach, was ich persönlich nach der Installation zuerst mache. In 90% der Fällen bewege ich mich zuerst mit der Windows-Taste in das Terminal. Hier seht ihr das Terminal. Und aktiviere es mit einem Linksklick. Nun ziehe ich es auf die Seite, damit es auf der Hälfte von dem Bildschirm geteilt wird. Hier versuche ich jetzt mein System abzudaten. Das geht einerseits über den ganz normalen Updater, über das Interface. Ich bin aber der Mensch, der lieber über das Terminal updatet. Hier geben wir einfach sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ein. Der Befehl sudo führt den nachfolgenden Befehl als Superuser aus, auch sozusagen als Root, der sozusagen der Herrscher des Systems ist. Somit kann jeder Befehl auch unter einem normalen Benutzer als Administrator ausgeführt werden. Das kennt ihr bestimmt von Windows, wenn euch die System Prompt fragt, ob ihr das als Administrator ausführen wollt. Gut, in unserem Fall ist es apt-get-update. Apt ist ein Paketmanager, der sozusagen Listen hinterlegt hat. Diese Listen sind für die Updates zuständig. Somit überprüft er mit Update, ob ein neues Update verfügbar ist und falls ja, dann listet er es auf. Sudo apt-get upgrade macht sozusagen den nächsten Schritt. Hierbei werden alle gefundenen Updates geupgradet, sozusagen werden sie installiert. Update sucht und Upgrade installiert. Wir führen das Ganze jetzt einmal aus und schauen, was passiert. Wir werden nach unserem Kennwort gefragt, damit wir auch authentifizieren, dass wir der Besitzer dieses Benutzers sind, der auch die Berechtigung dafür hat. Nach dem erfolgreichen Ausführen des Updates und Upgrades-Befehl erscheinen uns ein paar Einträge. Hier zum Beispiel steht die folgenden Pakete werden aktualisiert. Insofern wir haben auch Upgrade eingegeben, deshalb werden diese aktualisiert. In der Regel reicht das auch, wie wir jedoch sehen in der ersten Zeile, die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden. Hierbei geht es um Pakete, die mehrere Auswirkungen haben. Hier müssen wir einen besonderen Befehl ausführen, den ich nachher euch noch erklären werde. Jetzt bestätigen wir erstmal mit einem Ja, dass wir auch upgraden wollen. Sudo apt-get update und upgrade werden durchgeführt, doch ich habe vorher erwähnt, dass wir noch nicht vollständig geupdatet sind. Es wurden ja ein paar Pakete zurückgehalten und deshalb zeige ich euch jetzt, wie ihr das auch noch behebt. Wir geben nun sudo apt-get, aber diesmal nicht update oder upgrade, sondern dist upgrade. Hier geht es dabei um Pakete, die mehrere Verknüpfungen haben und somit gravierend in das System eingreifen. Das kann die Stabilität, vor allem bei Servern, gefährden, ist aber nicht zwangsläufig so. Es sind nur Updates, die schwerwiegender in das System eingreifen. Wir bestätigen das wieder mit einer Enter-Taste und geben wieder den Befehl Ja ein. Unser System ist jetzt wirklich auf dem neuesten Stand. Ubuntu bietet standardmäßig allerdings auch die Möglichkeit an, Updates und Upgrades nicht über das Terminal laufen zu lassen, sondern über das Interface. Hier geben wir einfach ein Update ein und es steht schon ein Aktualisierungsverwaltungsmanager da. Hier könnten wir einfach ihn anklicken und schon wird nach Aktualisierungen gesucht und alles weitere ergibt sich. Weiter geht es mit der Suchoptimierung. Standardmäßig ist leider das Problem, dass auch die Internetsuche mit einbezogen wird. Das ist, finde ich, teilweise ziemlich nervig, vor allem wenn man nicht gerade nach Artikeln sucht, sondern wie in der Regel sucht man immer lokal auf dem System. Wir können das in den Einstellungen abstellen. Hierfür gehen wir einfach auf das Menüsymbol, gehen auf Systemeinstellungen und klicken auf Sicherheit und Datenschutz. Hier geht es weiter zur Suche und klicken hier auf An und damit schalten wir es aus. Und wir sehen, dass somit die Suche abgestellt wird. Jetzt tauchen nur noch Einträge auf, die lokal auf dem Rechner irgendeinen Nutzen haben.
Weiter geht es in meinem Fall mit dem Unity Tweak Tool, was ich so gut wie immer verwende. Hierzu gehen wir einfach in das Ubuntu Software Center und geben mir Unity Tweak Tool ein, beziehungsweise Unity Tweak sollte auch schon ausreichen, weil es nicht so viele Alternativen gibt. Hier klicken wir dann auf Unity Tweak Tool und klicken auf Installieren. Gut, an sich fragt ihr euch bestimmt, was denn ein Unity Tweak Tool bedeutet bzw. macht. Okay, euch sagt der Begriff Tweak bestimmt was, somit wird das System ein bisschen bearbeitet und modifiziert. Der Hintergrund dahinter ist einfach, dass mir das Standardinterface manchmal echt auf die Nerven geht. Deshalb passe ich es mir einfach selber an und konfiguriere alles so, wie ich es haben will. Wir sehen hier nun die Oberfläche des Unity Tweak Tools. Es gibt wirklich eine riesen Auswahl zum Konfigurieren eures Ubuntu-Systems, wie ihr denn gerne das Aussehen verändern wollt. Wir können hier von Mauszeiger bis Symbole für Ordner oder ganze Themes, die einfach die Oberfläche verändern, festlegen. Ein weiterer Schritt, den ich super finde bei Ubuntu ist, es gibt auch noch Programme, die die Leiste hier links sozusagen ersetzen können. Hierfür gehen wir wieder in das Ubuntu Software Center und geben Docky ein. Dabei handelt es sich um ein Programm, was es möglich macht, Symbole hier unten aufzulisten. Wir starten Docky nun einmal und ihr seht, was dabei rauskommt. Das sieht jetzt nicht speziell toll aus, ihr werdet aber im nächsten Video sehen, wenn wir explizit auf das Design eingehen und es verändern, wie wunderschön Ubuntu sein kann und werden kann. Deshalb schaut einfach beim nächsten Video wieder rein und ich hoffe, meine ersten Schritte konnten euch etwas weiterbringen und wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Video. Tschüss!